Ich weiß nicht, ob es mich dann noch gibt. Fuck, okay, ich mach das schon. Irgendwer hat mir einen Stein auf den Kopf geworfen. Der da. Was war das für ein Quickscope? Ich höre Pferde galoppieren. Weißt du, siehst hier immer Leute, die sehen entweder aus wie ganz normale Menschen, die sind dann alle so Level 30 oder 40, oder du hast so Geistesgestörte, die nackt sind mit einem vollgepissten Messer, die dann Level 375 sind. Weißt du, was ich meine? Feind hat die Kanone besetzt. Ja, verstehe. Irgendwann scheint es einfach Klick zu machen und dann ist man fertig mit dem Spiel und... Weiß ich nicht, dann nennt man sich Barilla Rigatoni, zieht sich nackt aus, kauft alle Perks, die es gibt und sprintet einfach mit einem abgebrochenen Messer durch die Gegend und tötet alle. Es war doch immer so, dass die Leute irgendwann total durchgedreht sind. Irgendwo da ist anscheinend so ein Punkt, den ich hoffentlich niemals erreichen muss. Ich verstehe die Anzeige da oben nicht, aber ich glaube, wir gewinnen gerade nicht. Wir müssen den das blaue Camp nehmen. Hier kommt ein blauer hoch unter mir. Wo die Kanone auf ist. Hast du den kleinen Hüppi gesehen? Hallo? Wo ist er hin? Hat er sich wegteleportiert? Alter! Deswegen sollte man immer einen Das ist einer von denen ich geredet habe. Ich dachte, du kommst mit. Warte, ich habe einen umgebracht. Wo? Wo bist du denn? Wo warst du? Ja, als wir den Typ mit dem Zweihandschwert getötet haben, kam ein Speerträger hier hoch, so eine Standardklasse. Den habe ich abgestochen. Und dann kam hier so ein nackter Mann mit einer Pestmaske hoch und hat mich angegriffen. Wir müssen jetzt aber langsam mal pushen los. Okay. Das macht ja sonst keiner. Fang mich. Warte. Oh. Okay, ich habe keinen Schaden genommen. Wenn ich jetzt von einem Pferd aufgegabelt werde. Pass auf! Wow! Das wusste ich, ich wusste das! Jetzt sind ein paar blaue hinter mir, glaube ich. Oh, da kommt ein ganzer Respawn. Einer. Ja, pass auf, der hat einen Degen. Doch, ich laufe dem jetzt nicht wieder bis zu unserer Base hinterher. Lass ihn halt in Ruhe. Okay. Wir sneaken hier einfach drumherum durch die Gebüsche. Da kommen zwei oder drei. Wo? Oh Gott! Warum hat er gelacht, als du abgestochen? Ich weiß nicht. Ich stell die Leiter an, dann gewinnen wir, oder? Pass auf, der Mann da mit dem Helm, wie das in Chaos kriege. Oh, fuck! Da ist ein Heildings. Da kommt der nächste Spawn. Der kommt da nicht durch. Ich bin oben. Scheiße, das ist doch kein guter Spot. Warum bist denn du tot? Ich glaube, das hält sich hier drüben aber nicht. Mein Schwert ist voller Marmelade, meine Äxte sind aufgebraucht, du bist tot. Und hier sind noch ein ganzer Haufen Blauer. Die werfen Feuertöpfe nach mir. Am meisten Angst machen die Piratenfeuertöpfe. Ich habe hier jemanden bei mir. Der sieht aus wie ein Swaggy Dude. Oh, ich bin tot. Los, gib mir deine Waffe. Ich habe das Schwert von unserem toten Kumpel aufgehoben.
Nachdem ich meins nach wem geworfen habe, aber nicht getroffen habe. Kann ich alle gar mit Achsen werfen? Ist das er? Ich hab drei Leute getötet. Onward to glory! Ich glaube ein Greatsword? Ich habe ein Executioner Sword gestohlen. Der Mann da hat eine Axt im Kopf stecken, die nehme ich nicht. Wir kriegen den Point hier einfach nicht. Ich hätte gerne einfach meine Waffen wieder zurück. Okay, ich bin tot. Okay, pass auf, Kevin, ich habe einen Stein. Okay, ich habe den Stein nach Rüsselstadt Pimmel geworfen, aber es hat ihm nur 10 Schaden gemacht. Darf der kämpft nicht, der schwingt nur. Lebst du noch? Ja. Ich hab den Pestmaskenmann noch verfolgen müssen. Er ist weggerannt, hat eine Axt in den Rücken gekriegt. Er kommt von unten an den Baum. Das für ein Luschi gewesen, den du gerade abgestochen hast. Der sah nicht besonders gefährlich aus. In so einem Gambison und einer kleinen Rüstung. Ich glaube, man muss wirklich öfters diesen Schild-Hochhalten-Modus benutzen, seitdem man ein Schild nicht mehr so hochhalten kann. Seitdem funktioniert es wesentlich besser. In der Mitte wird gekämpft. Sich nicht so abputzen von dem. Er hat eine Lauthabengürtel. Gut. Ich habe dreimal versucht, an ihm vorbeizuziehen und er hat sich meine Wurfaxt genau in den Nacken eingefangen. Bist du tot? Nee. Oder wo bist du? Er verliert das hier, wenn wir uns so für 2-3 Sekündchen in die Mitte verlieren. Das kostet uns zu viele Punkte. Da sind sie wieder. Die ist halt voll, ey. Ja, das hat sich eben gerade kein Millimeter bewegt. Wir waren hier wirklich lange da. Und von unten? Was ist hier los? Verstehe ich nicht so ganz. Da taucht wieder so ein Axtschwinger durch 20 Leute durch, die sich alle gegenseitig hauen. Gut, was eh. Ich werf mein Schwert, vielleicht töte ich ja wen. Aber nicht schlecht. Wo bist du, mein Bruder? Ich will da oben nicht raus. Gott! Willst du wirklich nicht? Da bin ich, was kann ich für dich tun? Da sind ein paar Speerfallen für uns vorbereitet. Ja, aufpassen, nicht rein! Ich auch wieder mal. Ja. So wasch ich. Ja. Guck, dass ich mit den anderen hier irgendwie durch den Keller durchkomme. Ich stehe nochmal 10 Engies und bauen Speerbarrikaden. Der einzige, der vorne. Ich bin doch hier drin. Ja, bist du der Einzige?
Der Gast eine Wirbelachs. Ich habe ihn durch seine Pavesa gestochen. Ich glaube, mir steckt ein Javelin im Körper. Ich hab's rausgezogen, ich werde es zurückwerfen. Achtung, die Wirbelachs ist wieder da. Achtung, Schilder. Der Rote, der kein Rote ist. Vorbildlich. Wir können hier nicht mehr weg. Hab ich? Okay, bis auf den, da hat sich's ja, glaube ich, soweit geklärt. Oh, da kommen wieder alle. Ich brauche Heal, ich habe noch 5 HP. Lass mich kurz hier hinsetzen. Wir müssen Waffen stehlen, aber ich glaube, solange wir die Jungs hier aufhalten, machen das andere schon. Ich weiß nicht, was gibt's denn da oben für uns? Wir können versuchen, Waffen aus dem Turm zu tragen. Komm, halt den Schild hoch, ich push uns durch. Hinter uns! Ein Templer, oder? Oh, fuck! Den Platz! Ich hab dich gerettet! Ich glaube, ich hab dich angeritzt. Ja, der andere kämpft hier oben noch. Ich glaube, wir können hier oben Waffen stehlen, wenn wir durchkommen. Welche Richtung? Ne, nicht nach oben. Wow, Mann, der haut mich die ganze Zeit. Oh, gibt's nicht, was haben wir hier jetzt? Noch eins. Okay, dann müssen wir noch eins tun. Da hab's gefunden. Hier sind wir. Auf, wir joinken die und bringen die durch den Keller nach draußen. Können wir die Treppe hier nehmen? Scheint nicht. Oh oh. Knie dich einfach hin und spring nach unten durch. Fuck! Die Idee hatte der auch. Oh Gott. Hat mir den kompletten Unterleib abgehauen. Ah, oh, noch einer. Den hätte ich gehabt. Ja, da hat einer ein Waffenbündel dabei. Das könnte das letzte sein, das wir noch brauchen. Okay, nein, wir brauchen wohl noch eins. Da kommt's. Ich gebe Deckung. Du hast einen bei dir? Hier kommt noch eins. Ich hab's aufgehoben. Ich hab's reingesteckt. Haha! Haha! Allesamt. Ich spiele Le Objektiv. Le Objektiv? Was müssen wir tun? Nobles töten. Versuchen, in deine Richtung zu kommen. Ja, wir treffen uns irgendwo in der Burg. Ja, das ist gar nicht so einfach. Wir treffen uns auf dem Schlachtfeld und werden gemeinsam Schwerter ziehen. Ich hab nur einen Speer und Axt. Den verfolgen wir hier. Du bist tot. Mit dem Langbogen. Wer steht denn da neben mir und schlägt mich die ganze Zeit? Ich komm zu dir. Hinter dir. Ich muss kurz Pause machen. Zack!
Kackgesichter! Musst auch zurückkommen. Achtung, hinter dir! Ja, klar. Er hat einen ganz gemütlichen 180er Block abgezogen. Das ist ein Wrestler, wenn ich kämpfen will. Wo bist du? Brauchst du Hilfe? Ja, ich kämpfe gegen einen Spartaner, der tötet mich. Ich hab. Fuck. Haben die mich da von ihrem Dach runtergeprügelt? Mein ganzes Schwert ist in Marmelade gedippt. Ein Noble. Ein Dude nur noch. Ich hab nicht mal die Nobles gesehen. Jupp, und dann nach links. Ja. Dann nach rechts ins Gebäude. Und da sollte es dann eigentlich weitergehen, aber ich sehe, das ist heute nicht der Fall, also springen wir da runter. Los. Weil der Noble ist dahinter. Komm mit, wir gehen rechts um die Ecke und petzen den Typen. Da drin ist er. Die Tür ist offen. Rein und hoch. Ich habe einen Wurfachs verpasst. Ich brech durch. Von hinten. Ich hatte noch einen hinten. Ich bin immer noch hier oben drin. Was, du lebst? Jetzt nicht mehr, der Noble hat mich erwischt. Plötzlich dreht er sich im Kreis. Aber wenn ihr den Typ in den 5 Minuten noch einmal anfassen könnt. Ja, er ist tot. Yeah, er ist tot. Oh. Ich hab mal so schlecht gespielt.